Ein Serienkiller mit Demenz. Bleibt Daniels Filmwunsch in Erinnerung? Jetzt bei den Filmgolas. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Frischfutter. Daniel und ich sprechen heute über einen Film, den er sich ganz, ganz lange schon gewünscht hat. Und jetzt bekommt er nichts mehr zu Weihnachten in diesem Jahr. Aber vielleicht hat es sich ja gelohnt. Memoir of a Murderer heißt er. Und Daniel erzählt uns jetzt, worum es geht. Ja, in diesem Film geht es um einen Mann namens Byung-so. Der war mal Serienmörder. Ja? Das klingt so, der war mal Zahnarzt. Genau, aber der war halt mal Serienmörder. Allerdings leidet er schon seit längerem unter einer Demenz. Das heißt, er hat auch schon jahrelang niemanden mehr umgebracht und stattdessen sich um seine Tochter gekümmert. Aber jetzt mit fortgeschrittenem Alter nimmt die Demenz immer mehr zu. Er verliert immer mehr an Erinnerungen, kann nicht zwischen, ja, keine Ahnung, den jeweiligen Zeiten unterscheiden und muss deshalb Tagebuch führen auf Anraten seines Arztes hin. Und dann passiert es aber. Er kracht jemanden ins Auto und der hat plötzlich einen blutigen Sack im Kofferraum. Und so ein Profikiller oder Serienkiller, der erkennt irgendwie seinesgleichen und dementsprechend geht er davon aus, dass derjenige, den er da in die Karre gebumst ist, Teju heißt er, dass der ebenfalls ein Serienkiller ist. Und jetzt beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen eben zwei Serienkillern, von denen der eine nicht so wirklich weiß, ob gestern, heute oder morgen ist. Und das fand ich persönlich doch spannend. Ich auch. Und das muss ich sagen, ich habe meinem Vater erzählt, dass wir über Memoir of a Murderer sprechen. Und er meinte, sensationelles Buch. Also, der Film basiert nämlich auf einem Buch. Und er hat gesagt, einer der ganz großen Krimi-Romane der letzten Jahre. Und ich muss sagen, ich freue mich, dass du diesen Film auf der Wunschliste hattest, weil ich in dieses, das ist ja südkoreanisches Kino und vor allen Dingen in diese visuelle Umsetzung, diese doch ein bisschen anders geartete, als man das vielleicht kennt, eingetaucht bin und vor allen Dingen in die Geschichte. Obwohl ich dazu sagen muss, und das habe ich jetzt in der Recherche auch nochmal rausgefunden, es gibt ja ein alternatives Ende. Also nicht das, das wir gesehen haben, glaube ich. Ich habe beide gesehen. Du hast beide gesehen, ich habe das alternative Ende leider nicht gesehen. Und ich war zwischenzeitlich, war mir der Plot-Twist eine Ecke zu viel. Mhm. Ne? Also es hätte eine weniger sein können, aber ich fand es wirklich, ich fand den Film wirklich stark. Ja, und du? Geil. Ja, ich auch. Also das Ding ist, ich habe diesen Film schon echt ewig auf der Uhr. Ja? Also es gibt halt diverse Thriller aus Korea und da weiß jeder, ey, das ist Premium. Ja? Also selbst ein mittelmäßiger Film aus Korea ist immer noch besser oder gut im Vergleich zu einem mittelmäßigen Film aus Amerika. Ja? Das ist halt schon mal einfach momentan so Stand der Dinge. Ist meine Ansicht. Und deswegen, ich hatte diesen Film schon mehrfach. Ich meine, das Problem ist ja auch der Titel. Es gibt Memories of a Murder, das ist der von Bong Joon-ho. Ganz großer Thriller, muss man auch mal gesehen haben, fantastisch. Dann gibt es Confession of a Murderer. Das ist ein koreanischer Film, in dem es um einen Killer geht, der nach 17 Jahren oder so plötzlich auf der Bildfläche erscheint und sagt, ey, ich bin derjenige, der vor all dieser langen Zeit jemanden umgebracht hat und jetzt mit seinen Memoiren rauskommt. Davon gibt es ein Remake aus Japan, das heißt Memoirs of a Murder. Ja? Und dann gibt es noch Memoir of a Murderer und das ist der Film. Und es hieß immer, ey, der ist cool, der ist was anderes. Das ist nicht die gleiche Geschichte wie Memories of a Murder und auch nicht hier Confession of a Murder. Und jetzt habe ich ihn endlich gesehen. Ich hatte ihn wirklich, ich war in England. Ich habe das Ding versucht auf DVD oder Blu-ray in England zu kriegen. Und es war viel zu teuer und es war auch nicht irgendwie vorrätig. Und was weiß ich, ich war in Japan und habe nach dem Ding gefragt. Versuchen mal einen japan-koreanischen Film zu kriegen. Das ist natürlich auch wieder eine geile Aufgabe. Ja, okay, aber du hast ihn jetzt ja gesehen. Ich habe ihn jetzt aber gesehen und ich habe mir halt sowohl den Director's Cut angeguckt, als auch die Kinofassung. Und ich bin immer noch so ein bisschen unschlüssig, welche Version ich besser finden soll. Ich finde, der Director's Cut ist ernster. Der hat einen viel, viel düsteren Grundton und zeigt auch viel mehr Gewalttaten. Da, wo zum Beispiel man sieht irgendwann mal ein Tee trinken zwischen Byung-su und Teju. Während die Tochter von... Also Teju, muss man dazu sagen, ist der, du hast ja gesagt, der andere. Der andere. Der ist Cop. Der ist Polizist, genau. Genau, und ohne zu viel vorwegzugeben, der datet die Tochter des an Demenz erkrankten Massenmörders, Byung-su. Genau. Und dann kommt es zu einer Teestunde. Serienkillers, nicht Massenmörder. Ja. Kommt es zu einer Teestunde zwischen den beiden. Und in dieser Teestunde passiert etwas. Und man ist sich nicht so ganz sicher, ist es jetzt einfach nur,
eine falsche Erinnerung von dem Typ oder ist das jetzt wirklich passiert? Aber lass uns da mal drauf eingehen, weil ich finde, das ist nämlich das Spannende. Also ich gucke mir das Alternative Ending auch nochmal an. Aber was ich so großartig finde, und das würde ich gerne mal herausarbeiten, ist vor allen Dingen die schauspielerische Leistung. Die sind beide super. Von dem an Demenz erkrankten Byung-Soo, der wird dargestellt von Seol Kyung-goo. Und da finde ich das total Interessante, der ist Baujahr 1967, spielt aber einen Demenzkranken, der am Anfang, ja, also das erste Bild ist, wie er aus dem Tunnel rauskommt, der spielt einen sehr alten, keine Ahnung, 75-jährigen Mann. Also er schafft es, unterschiedliche Dekaden seines Alters zu spielen, ohne dass man in irgendeiner Art und Weise denkt, so, das kann er gar nicht. Ja. Und jedes Mal, und das ist total, weil das ist auch der Aufreger, jedes Mal, wenn er anfängt zu vergessen, beziehungsweise wieder in die Demenz abrutscht, fängt sein Gesicht an zu zucken. Ja. Und das spielt er so großartig. Das heißt, man sitzt zeitweise in Situationen drin und denkt so, oh bitte, bitte lass ihn das normal überstehen, fängt sein Gesicht an zu zucken und auf einmal ist er peng weg, ja, und wie so ein kleines Baby. Und visuell habe ich es vorhin gesagt, ich mag, also es ist ganz viel Grau, ne? Also es ist total verblasste Farben, also es ist nicht positiv insofern. Und was ich wahnsinnig gut finde, ist der Schnitt mit der Musik. Also das ist ja, also jetzt nicht amerikanische Musik logischerweise, sondern asiatische Musik oder koreanische Musik. Und das passt fantastisch. Also es gibt keine Bild-Musik-Schere, sondern es ist eins. Und das ist so schön, das zu genießen. Ja. Also es hat mich wirklich richtig aufgesogen. Und dann auch immer wieder, wie er es schafft, von dem einen Moment zum hilflosen, netten, alten Mann zu werden, irgendwie, aber gleichzeitig dann irgendwie im nächsten Moment der Irre zu sein, ja, der halt selbst über Leben und Tod bestimmt und meint, er hätte irgendwie das Recht dazu, über andere zu richten. Ja? Und das ist halt auch eine ganz große Klasse, die der Mann hier ausspielt. Sein Gegenspieler bleibt ein bisschen solide. Ja, der sticht nicht wirklich hervor, seine Tochter bleibt auch hinten dran. Man muss sagen, diese Figuren, die um ihn herum sind, die sind so ein bisschen einfach gehalten. Eben aber, und das habe ich halt insofern gesehen, weil es ja halt auch ein Film ist, der auf seinen Erinnerungen, sage ich mal, fußt und die halt nur seine, der nur seine Wahrnehmung, sage ich mal, wiedergibt, dass das auch eben dann eben ein bisschen eindimensional sein kann, weil er jetzt nicht die Komplexität einer einzelnen Person wirklich so noch begreifen kann, wie er es vielleicht mal begreifen konnte. Und ja, alles in allem muss ich sagen, echt gute Thriller-Kost aus Korea, die mir aber im alternativen Ende und auch in der alternativen Fassung etwas besser gefällt. Obwohl ich mag das Kinoende, weil das basiert ja tatsächlich auf einem ungelösten Mordfall. Und der Regisseur hat gesagt, es gibt einen Blick zum Ende von einer Figur, die den Zuschauer direkt anblickt. Und er ist der Hoffnung, dass derjenige, der echte Mörder, diesen Blick eines Tages sehen kann und sich daraufhin so schuldig fühlt, dass er seinen Mord gesteht. Ja, also das ist, finde ich, schon eine gute Überlegung. Also mein Fazit von Memoir of a Murderer ist sehr, sehr positiv. Das ist ein großartiger Thriller, den man sich angucken kann mit vielen Plot-Twists, mit einer großartigen Besetzung, vielleicht ein bisschen eindimensional, die Charaktere neben dem Hauptdarsteller. Aber an sich ist man die ganze Zeit dabei, man überlegt sich die ganze Zeit, was passiert als nächstes, vor allen Dingen, wie erlebt er die nächste Situation. Und ich kann es euch nur empfehlen, auch wenn der Film eine lange Reise gemacht hat, seit 2017 gibt es den und jetzt ist er erst bei uns. Aber schaut ihn euch an, das ist wirklich inspirierend, macht sehr, sehr viel Freude. Es ist nie zu spät für gute koreanische Thriller. Und wir würden jetzt von euch gerne wissen, gibt es Geheimtipps oder vielleicht auch Lieblinge aus der koreanischen Thriller-Welt? Dann schreibt sie uns bitte in die Kommentare, das wäre großartig. Und ansonsten lasst wie immer gerne einen Daumen da oder ein paar andere Kommentare. Habt uns gerne lieb, drückt uns mal so ein bisschen virtuell. Und ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss. Tschüss.